So, was haben wir denn hier für ein Retro-Anime-Bild? Ich muss die fehlenden Rubine finden und weiß natürlich sofort, dass hier Rubine reingehören, denn das habe ich an der Aussparung erkannt. Ich bin der Super Grey. Ja, auf jeden Fall Rubine finden und dann da reinstecken. Was ist denn mit dieser Puppe hier? Warum fährt die nun zurück? Hat die kein Hobby? Zur Veranda. Hier ist ein Kleiderständer. Da kommen wir nicht hoch. Ich muss das Feuer löschen, bevor das ganze Internat niederbrennt. Aber das brennt doch nur lokal da. Passiert doch nichts. Okay, Jackie haben wir gefunden. Da können wir wieder gehen. Das war Jackie. Wieso bricht er nicht einfach die Bretter aus der Tür? Ich meine, guck mal. Das Ding ja beiseite schieben, Bretter rausbrechen. Dann Jackie einpacken, abhauen. So, was haben wir hier? Ohne Klinke lässt sich die Tür nicht öffnen. Das ist natürlich dramatisch. Oh, und wir haben natürlich noch einen Eintrag im Tagebuch. Endlich konnte ich ins Internat eindringen. Dort wurde ich bereits erwartet. Ein von seltsamem Nebel umgebener Junge legte auf der Treppe der Eingangshalle ein Feuer, bevor er sich in Luft auflöste. Ich versuche herauszufinden, was hier vor sich geht, aber meine Jacke zu finden hat äußerste Priorität. So, das ist ja natürlich... So, zur Spiegelwelt wollen wir nicht, wir wollen hier wieder raus. Ach süß, hier mit dem Strichmännchen, voll cool. Na toll. Was wie na toll? Was heißt denn na toll? Na toll, da steht na toll. Was heißt das? Ist das spielwichtig? Diese Tür ist verschlossen, aber ein gewöhnlicher Schlüssel wird dir nicht weiterhelfen. Ich brauche etwas Besonderes, wie zum Beispiel Herbstlaub. Herbstlaub als Schlüssel? Really? Ernsthaft? Wirklich? Ach so, übrigens haben wir ja Wasser. Hat die Scheiße auch mal ein Ende? Im ersten Stock und hier ist der Schlafsaal der Jungen. Da freut sich Mr. Grey Grey, aber der war ja schließlich auch mal im Knabenchor. Was ist das denn? Ein seltsamer Weg, um eine Standuhr zu verschließen. Die haben ja auch wieder keine normalen Schlüssel. In der Welt der Grey Greys gibt es keine normalen Schlüssel, außer außen. Das war Zufall, dass wir draußen normalen Schlüssel brauchten, der auch noch unter der Türmatte lag. Was ist das denn? Mutti, bist du's? Dort oben könnte was Interessantes zu finden sein, aber wenn ich hinaufklettere, könnte das alles über mir einstürzen. Ja, du sollst nicht nach oben, du sollst ja das Ding hier holen. Blip, blip, blip. Da können wir nichts suchen, was ist das? Falls sich Kinder hinter der Tür verstecken, würde ich sie verletzen, wenn ich hindurchbreche. Ich muss den Schlüssel finden. Als ob Grey Grey jemals durch eine Tür durchbrechen würde mit seinen sanften Schultern. Wenn er anklopft, bricht er sich die Hand. Also langsam ist es peinlich. Bitte nochmal, ich will die Animation nochmal sehen. Also ist schon ähnlich schlimm wie Outlast, muss ich sagen. Ist schon ähnliches Level. Zum Glück scheint heute Nacht der Mond, sonst hätte mich das Monster erwischt. Das war kein Monster, das war eine süße kleine schwarze Hand. Würde mich nicht überraschen, wenn diese Kreatur das Kabel zerschnitten hätte. Welch grausame Kreatur das ist, die Kabel zerschneidet. Aha, und hier sieht man, das ist also fürs Licht. Kinder bekommen vieles mit. Oft zeichnen sie ganz unbewusst wichtige Details. Zum Beispiel auf dem Lichtschalter, dass es ein Lichtschalter ist. Habe ich schon viele Kinder gesehen in verschiedenen Haushalten, die zeichnen auf den Lichtschalter, dass es ein Lichtschalter ist. Das ist normales Kinderverhalten. Kennen wir alle, haben wir alle gemacht. Ich male auch auf dem Boden, dass man darauf stehen kann. Das ist wichtig, sonst vergesse ich das manchmal. Dann falle ich einfach hin, wenn ich auf dem Boden stehe. Ich stehe ja nicht, ich falle ja nur hin. Gott. Im Internat scheint es zu spucken. Zu spuken. Im Schlafsaal der Jungen hatte sich ein dunkler Dämon versteckt. Das durch die Tür hereinfallende Licht hielt ihn jedoch von einem Angriff ab. Nun weiß ich, dass sie Licht fürchten. Man hätte eine Taschenlampe dabei haben können, aber nein. Grimtail 6 wird bestimmt sowas wie Slender. Das Betreten von dunklen Räumen in diesem Internat ist gefährlich. Schnipp, schnipp. Ist cool.
Fällt mir ganz gut. Manchmal bleibt mein Bart hier im Popschutz hängen. Warte mal. Krieg ich das wieder hin? Nee? Bla bla bla. Ja, hat man gerade gehört. Zup. So, auf jeden Fall, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich brauche irgendwas, um mir den Schaltkreis zu überbrücken. Wir haben bis jetzt nur eins von vier Ringen. Hier kommen wir nicht durch. Ich ringe hier auch gerade mit meinem Verstand, weil das alles so gefährlich ist. Zur Eingangshalle. Also im jungen Schlafsaal können wir gar nichts machen. Da kommen wir nicht durch die Tür. Hier kommen wir auch nicht durch die Tür. Da brauchen wir eine Klinke. Da kommen wir raus. Da sitzt die Olle und wimmert. Halte durch, Liebes. Ja. Hier haben wir eine Flasche, die wir nicht rauskriegen. Und natürlich... Mep, mep. Oh, die ist so süß. Mep, mep. Finde ich toll. So, hier haben wir immer noch das Ding mit dem Blatt. Diese Puppe macht mich nervös, obwohl sie nicht besonders bedrohlich aussieht. Na gut. Hier haben wir die Arschparade, da kommen wir auch nicht rein. Kunst und Graffiti sind nicht immer ein dasselbe. Das ist ja voll das Graffiti hier. Wow, voll das Peace. Oh Gott, halt die Fresse. Du gruseliges Ding. Ja, so langsam wird's ernst. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir hier noch an Points of Interest haben. Wir spielen ja auf normal. Da kriege ich die ganzen Sachen nicht blinkend angezeigt. Hier brauchen wir zwei Rubine. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Tja, hier draußen brauchen wir einen Schraubenzieher. Und hier können wir sonst ja nichts machen. Nee. Mit Hilfe einer Haarnadel. Wo finde ich die jetzt? Lampe anmachen können wir auch nicht. Der Sattel ist immer noch warm. Da muss jemand aber extreme rektale Verwindungen gehabt haben. Dass der Sattel so lange nachwärmt. Was ist das denn da oben? Gar nichts. Was ist das hier überhaupt für eine komische Treppe hier? So komisch gebaut. Irgendwie ganz krumm und schief. Klinke haben wir nicht. Da kommen wir nicht durch. Ach, gucke mal. Ein Messer. Was willst du mir mitteilen? Hier sind überall Strichmännchen, die einem irgendwas mitteilen wollen. Mit dem Messer können wir da... Nichts ist passiert, da können wir drin rumpopeln, aber offenbar nicht mit dem Messer, sondern mit einem Stock oder sowas. Der Fuß der Kommode steckt in den Dielen fest. Ich muss sie irgendwie heraushebeln. Ach, deswegen. Da brauchen wir irgendwas zum Hebeln. Das sind also immer Tipps von den Strichmännchen. So, wir haben ein Messer. Beenden wir das Spiel doch mal früher. Ich werde was anderes versuchen. Na gut, das scheint ja nicht so gut zu klappen. Ich wollte sie gerade erlösen, aber nun gut. Ein Messer ist ja besonders gut, um zum Beispiel eine Haarnadel haben wir jetzt nicht. Ach Quatsch, warte mal, pass mal auf. Wir gehen nochmal ganz kurz zum Brunnen, zum Brunnen. Und hier. Schnippidi schnipp. Und schon haben wir ein Eulenamulett. Und mit dem Eulenamulett, das ist das Arschamulett. Eine Arscheule. Chucky. Die Kinder haben sich wohl mit dem Streichmörchen angefreundet, das ich draußen sah. Bestimmt sind dies seine Lieblingsnüsse. Ich spiele auch gerne mit Nüssen herum, aber diese stecke ich mir erstmal in die Backentasche. So. Hallo Chucky, guck mal hier. Spiel mit meinen Nüssen. Oh, so süß. Handsam. Was soll ich jetzt mit dem Streifenhörnchen? Ach, zum Brunnen kann ich jetzt gar nicht mehr. Da habe ich nur das Wasser rausholen können. Streifenhörnchen. Hier, guck mal. Das Streifenhörnchen könnte ich doch gut als Schlüssel irgendwo in die Tür drücken. Da drücke ich so lange, bis es passt. Ich presse das Streifenhörnchen quasi in die Form der Tür. Hier zum Beispiel einmal mit dem Kopf rein, bis es das ausfüllt. Aber das geht offenbar nicht. Schade. Hier, Streifenhörnchen. Das brauche ich jetzt nicht, wie? Oder hier, zum Überbrücken der Kabel. Einmal mal ein Streifenhörnchen zwischen. Geht leider auch nicht. Halt, können wir da noch mit der Eisenbahn rumspielen? Ja, ich bin total beeindruckt. Wir können das Streifenhörnchen aber dort hochschicken.
da kommt Streifi wieder runter. Ich mag Streifi. Dieses Amulett ist durch eine Art magisches Kraftfeld geschützt. Ich kann es nicht anfassen. Wahrscheinlich ist da Seife dran oder so. Vielleicht kann Mopsi das holen oder Streifi. Nach oben können wir jetzt auch gar nicht mehr. Das Brett können wir aber nehmen. Natürlich, das Brett können wir nehmen. Aber natürlich nicht das magische Amulett, das mit einer magischen Aura geschützt ist. Natürlich. So, wir haben also ein Brett. Mit dem Brett können wir zur Kommode. Können wir zur Kommode? Ich habe jetzt das Genre gewechselt. Ich mache jetzt Komodi. Der schöne Kronleuchter, der hat doch 20 Euro bei Ikea gekostet. Ich scheine hier nicht willkommen zu sein, wie überall anders auch. Na, so ein Zufall. Was? Nimm dich in Acht, wenn die Sonne untergeht. Lies die Warnungen und gehe den Weg des Jungen zurück, wie in der Geschichte beschrieben. Hä? Hä? Nimm dich in Acht, wenn die Sonne untergeht. Enthülle nicht den Spiegel. Geh nicht einmal zum Spiegel hin. Und sprich niemals, niemals mit dem Spiegel. Hallo. Lederdomina, in einer Minute zu den Auszeichnungen. Schließe ein Minispiel in unter einer Minute ab. Ich bin einfach awesome. Was soll ich sagen? Ich bin Grey Grey. Gregorius Grey. Auch genannt Lord Grey Grey. Der große Grey Grey the Great. Wo ist meine Jacke? So, erstmal rumgucken, was das... Wer kauft denn so ein hässliches Spielzeug? Ganz ehrlich. Oder hier ist nur Kumpel. It's you! I've been waiting and waiting for you. I'm so glad you came. Ja, okay, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Wo ist meine Jacke? When the boarding house moved to this icky place, weird stuff started happening. Aha, das ist total interessant. Wo ist meine Jacke? The kids acted so mean. They never listened to the teachers. Nein. Kinder, die nicht auf ihre Lehrer hören. Then ungewöhnlich. Tutor, she jumped out the window. They say Brian was... I don't know. Please help us, Auntie. Wir sind natürlich die Tante, das wissen wir ja, aber trotzdem tun wir so, als wären wir Lord Grey Grey. Aus der Tradition heraus, dass wir immer die Tante waren und immer so getan haben, als wären wir Lord Grey Grey, der einfach viel interessanter ist als die langweilige Tante, die keinen interessiert. Was könnte die Kinder dazu gebracht haben, sich plötzlich gegeneinander zu wenden? Es ist das alte Battle. Xbox One gegen PlayStation 4. Kinder ziehen in den Krieg, schlagen sich die Köpfe ab und schubsen Lehrer aus dem Fenster. Same old, same old. Dieselbe Geschichte, neu erzählt. So, was haben wir denn hier? Jungen-Amulett-Hälfte. Was soll ich denn damit? Wieso gibst du mir das? Mary kommt dich adoptieren. Nicht solange ich hier bin. Also Mary kommt dich, aber Mary kommt dich nicht solange ich hier bin. Okay. Ja, hier, kann ich dich mitnehmen? Wieso? Das ist Jackie, Alter. Wir nehmen Jackie mit. Wir wollten Jackie abholen und dann scheiß auf die anderen. Das ist Lord Grey Grey, Alter. Was ist das denn hier? Auf den ersten Blick sahen diese Bilder harmlos aus, aber wenn man sie näher betrachtet, wirken sie sehr verstörend. So wie das Spiel. Ich kann gar nicht erkennen, der hat da irgendwie einen Zeichenstock in der Hand oder ich weiß nicht was. Eine Fliegenklatsche, um die anderen Kinder zu beschützen vor bösartigen Fruchtfliegen. Das kann ja alles sein. Was haben wir denn hier? Eine Puppe mit Haarnadel. Wo finde ich den Schmetterling? Ich weiß schon genau, wo wir den finden. Der hockt nämlich draußen und dann quetschen wir den einfach hier rein. Hier geht nichts mehr. Offenbar nicht.
So, Eimer können wir nicht mitnehmen. Draußen können wir einen Eimer mitnehmen. Hier drin geht das nicht mehr. Ist ja klar. Und wenn wir auf die Tonne klicken, kommen wir natürlich da oben hin. Dieser Metallschild ist furchtbar schmutzig. Er muss einst sehr schön gewesen sein, so wie auch ich es heute noch bin, natürlich. Oh, bin ich schön. So, Herr Grey, krieg dich mal wieder ein. Wir haben ja echt was zu tun. Mit dem Spiegel können wir nichts machen. So langsam macht mich dieser Ort wirklich wütend. Da muss ich mal auf den Tisch schauen. Patsch. So. Der Grey flippt einfach aus gerade. Und wir schauen mal ins Tagebuch, da stehen bestimmt wieder tolle Sachen drin. Jemand möchte, dass ich weiß, dass ich hier nicht willkommen bin. Ein Kronleuchter fiel auf mich herab und es sah nicht nach einem Unfall aus. Zum Glück habe ich Jackie gefunden. Sie hatte sich in der Abstillkammer versteckt. Schlaues Kind hat sie von mir. So. Das ist schon aufregend hier gerade. Kurz was gucken. Wollte nur gucken, ob die Webcam noch läuft gerade. Ich habe jetzt immer Angst, dass irgendwas immer ausfällt, weil in letzter Zeit ja mal so viel passiert. Und jetzt ist die Frage... Was haben wir denn jetzt hier? Haarnadel. Natürlich, mit der kommen wir draußen ein bisschen am... I don't know what happened, but it's bad. Wie? Was ist denn schlimm? Schlimm ist, dass du immer noch nicht spurst. Komm mit ins Auto, wir fahren nach Hause, ist das Spiel vorbei. Everybody's different. Only my friend Robin is the same. Wo ist Batman? But he's in bad trouble. We need your help. Okay, Robin, Jackie sagt, dass sich Robin hier versteckt hält. Hoffentlich geht es ihm gut, armer kleiner Robin. Keine Sorge, Jackie. Ich werde deinen Freund finden und dann verschwinden wir von hier, nachdem ich ihn verprügelt habe, falls er dich angefasst haben sollte. So, Jackie haben wir. Die bleibt aber drin erstmal. Ich glaube, hier draußen ist kalt. Und wir fummeln hier mal die Kiste auf. Zufällig haben wir eine Haarnadel ge... Was ist denn das für eine komische Kiste? Machst einen Schlüssel rein, springt hier die Hälfte hoch, da klappt was auf, da klappt was weg. Wer baut sowas? So, Tesafilm, ein Schraubenzieher, eine Wunderlampe, Ölkanne wahrscheinlich, Ölkanne. Sieht aus wie eine Wunderlampe. Und hier ist ein Schmetterling, den wir nur mit Hilfe des Schraubenziehers entfernen können. Das machen wir natürlich auch so gleich. Und wir finden den ersten Rubin. Das Blatt finden wir auch. Hier ist nix. Und hier ein Einausschalter. Was ist das? In. Das soll eine Musikdose sein, eine Spieldose. In dieser Spieldose fehlt die Musikwalze. Wieso nimmt er die nicht mit? Alles nimmt er nicht mit, alles nimmt er mit, nur nicht diese blöde Spieldose. Unten ein Ausschalter, natürlich. Den vermutet man ja auch unten im Gully. Da gehört ja so ein Ausschalter auch hin, im Gully. Einfach mal den Gully ausschalten. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Hier können wir das Kabel natürlich überbrücken jetzt. Aber hier sind doch immer noch die Dinger. Die haben einfach nur eine Grafik drüber gelegt. Die Dinger sind immer noch hier, das offene Kabel. Naja, egal. Ein Ausschalter drauf und plups. Upsi, war ich das etwa? Oh, wie schön es jetzt hier auf einmal aussieht. Eben noch so scheiße, jetzt aber mal so schön. Es ist unfassbar. Alter, die haben hier überhaupt nicht aufgeräumt. Eigentlich sieht es ja doch scheiße aus. Ich mach das Licht mal wieder aus. Licht aus, hier sieht scheiße aus. Erstmal schön unter das Bett gucken. Hier irgendwelche Sexpuppen. Scheinbar trug dieses Püppchen etwas auf dem Gesicht. Ja, einen der Jungen wahrscheinlich neulich. Ups. Was trug dieses Püppchen denn auf dem Gesicht, bitte? Ich darf jetzt nicht Gleitcreme sagen, das wäre ekelhaft. Entschuldigung. Aha. Sie wird dir den Weg durch die Dunkelheit zeigen. Ein Zahn! Endlich habe ich einen Goldzahn gefunden. Wir müssen 3 Goldzähne suchen. Die restlichen schlagen wir den Kindern aus. Was ist das hier? Ist das eine Spieluhr? Dieses Kind war so einsam, dass es sich einen Freund zeichnete. Das arme Kind. Waren bestimmt Mangas. So. Diese Lampe benötigt Öl. Wir können das Öl ja quasi hier vom Kopf abkratzen. Okay, ich höre schon auf. So, hier haben wir nichts.
Ich hatte gehofft, hier einige der Kinder zu finden. Wo sind sie nur? Und hier ist ein Schädel mal wieder. Ah, ein Brecheisen, natürlich. Hier ist noch Mut zur Lücke, sage ich da nur. Hier brauchen wir die 3 Goldzähne. Der Schädel sieht aber cool aus. Boah, den finde ich voll cool. Haben sie bestimmt beim Online-Versand bestellt. EMP oder so. Und hier der Schulleiter, was? Nachrichten. Internat zieht an neuen Standort. Ganz schön klein hier auf dem Monitor. Der Schulleiter eines Internats hat das Black Hill Herrenhaus aufgekauft. Er sagt, dies wird das Leben der Schüler verbessern, durchgestrichen und dann mit irgendeiner hässlichen Schrift drüber geschrieben. Es ist schlimmer. Ja, es ist schlimmer. Mhm. Okay, ich frage mich nur, wer ist denn der ominöse Käufer? Werden wir das auch herausfinden? Ich muss mir immer wieder sagen, dass es nur Farbe ist. Es ist nur Farbe. Vielleicht ist das ja von Bloody Mary. Vielleicht hatte sie keinen Tampon. Ja,